Guten Tag, meine Lieben. Ich bin die oberste, weiße sibirische Schamanin. Heute öffne ich Ihnen die Türen zum Wissen über den sibirischen Schamanismus. Der alte Schamanismus entstand in Sibirien. Und eben in Sibirien ist er in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben. Dies ist die alte Kultur des Schamanismus und die natürlichste für den Menschen. Jetzt, da die Menschheit am Rande einer ökologischen Katastrophe steht, jetzt, wenn die Menschen viel Hilfe brauchen, haben die Geister den Segen gegeben, sibirisches Wissen über die ganze Welt zu tragen. Ich habe den Segen von den höchsten Geistern erhalten, um schamanische Rituale und Zeremonien auf der ganzen Welt durchzuführen. Schamanismus ist wie ein moderner Zauber, wie ein modernes magisches Märchen. Und der Zauber im Schamanismus sind die Geister. Geister erfüllen die Aufgaben der Schamanen und sind in der Lage, absolut alles zu tun. Als eine erbliche Schamanin, als ein moderner Mensch, möchte ich Ihnen sagen, dass Schamanismus in Wirklichkeit eine völlig moderne Kultur und ein sehr nützliches Wissen für die Menschen ist. Früher unterrichteten Schamanen im Laufe ihres Lebens nur wenige Schüler. Und die Schüler mussten 5, manchmal 10 und manchmal sogar 30 Jahre an der Seite des Schamanen leben. Jetzt wollen die Geister den Menschen so sehr helfen, dass sie Schamanen erlaubten, viele Schüler aufzunehmen. Wir, sibirische Schamanen, führen Seminare auf der ganzen Welt durch, um in erster Linie alle mit der alten Kultur vertraut zu machen, lebendig zu sein und mit der Natur im Einklang zu leben. Des Weiteren befahlen mir die Geister, 20 Schüler auf der Erde zu finden. 20 Menschen, an die ich das gesamte alte Wissen der sibirischen Schamanen weitergeben kann. Und diese Menschen, diese 20 auserwählten Persönlichkeiten, befinden sich irgendwo auf der ganzen Welt verteilt. Nun suche ich nach ihnen. Ich suche sie auch unter jenen Menschen, die sich mit verschiedenen schamanischen Kulturen beschäftigen. Und selbst unter den Menschen, die noch nie etwas über den Schamanismus gehört haben. Ich weiß, dass viele von ihnen jetzt den Ruf verspüren. Etwas im Inneren deutet darauf hin, dass sie dieses alte Wissen ihr ganzes Leben lang gesucht haben. Ja, die Geister möchten ihnen helfen. Wenn sie diesen Zustand gespürt haben, die Anziehungskraft, bedeutet dies, dass die Geister sie rufen. Ich bin nur ein Botschafter der Geister. Ich bitte alle, die diesen Ruf gespürt haben, alle, die jetzt nicht den Blick vom Computer lassen können, alle, die vom Geist gerufen wurden, mir zu schreiben. Und die Hilfe der Geister wird sie erreichen. Nachts träume ich sehr oft. Ich träumte zum Beispiel von einer Frau in Rot, in einem schönen roten Kleid und mit schönen roten Lippen. Und ein paar Monate später kommt zu einem der Seminare eine Frau in einem roten Kleid mit rotem Lippenstift in die Halle. Und der Geist setzt sich sofort in Bewegung. Er zog sofort zu ihr und sie fand ihren Helfer. Lassen Sie uns nun sehen, ob Sie Lust dazu haben, mehr über den Schamanismus zu lernen. Lassen Sie uns herausfinden, ob Sie den Geist bereits spüren. Reiben Sie Ihre Handflächen warm. Nun öffnen Sie Ihre Handflächen. Jetzt werden Ihre Hände mit Leichtigkeit die Energie der Geister wahrnehmen. Bitte reiben Sie nun weiter Ihre Hände. Die Handflächen erwärmen sich und jetzt werden Sie die Energie gut wahrnehmen können. Sobald Ihre Handflächen heiß sind, öffnen Sie Ihre Hände und strecken Sie sie in Richtung Bildschirm aus. Schauen Sie sich diesen Gegenstand an. Jetzt bringt sie die Kraft dieses alten Geistes zurück in ihre Kindheit. Atmen Sie ein und wieder aus. Ihr Blick ist auf das schamanische Amulett gerichtet.
Sie atmen gleichmäßig und ruhig. Wir beginnen unsere schamanische Reise. Sie begeben sich zurück in ihre Kindheit. Sie erinnern sich, wie sie im Wald waren, oder vielleicht sind sie morgen in ihrem Kinderbett aufgewacht. Und sie sehen, wie ein Baum sie hinter dem Fenster begrüßt. Sie vertrauen, sie wissen als Kind, dass der Baum sie mit seinen Zweigen begrüßt. Er begrüßt sie am Morgen. Sie befinden sich im Wald. Sie hören das Zwitschern und wissen, dass die Vögel mit ihnen sprechen. Gräser sprechen mit ihnen. Tiere sprechen mit ihnen. Bäume sprechen zu ihnen. Sie erinnern sich an ihr Kindheitserlebnis, wie sie alle Lebewesen fühlen konnten. Sie haben die Geister gespürt. In diesem Augenblick kehren diese Geister des Baumes, ihres Hundes, den sie vielleicht in ihrer Kindheit hatten, des Waldes, in dem sie spazieren gegangen sind, zu ihnen zurück. Schließlich leben Geister tausende, Millionen von Jahren. Jetzt kommt zu ihnen die Kraft der Geister, die sie in der Kindheit gespürt haben. Bitte lächeln Sie sie an. Begrüßen Sie die Geister. Sie sind schon in der Kindheit zu ihnen gekommen. Und jetzt kehren sie zu ihnen zurück und werden ihnen ihr ganzes Leben lang helfen. Und jetzt lassen Sie uns einatmen und wieder ausatmen. Entspannen Sie Ihre Handflächen und senken Sie sie. Ich danke dem Geist dieses Gegenstandes für seine Hilfe. Ich bitte Sie, ihm auch zu danken. Immerhin hat er gerade Ihnen allen geholfen. Erstmal wird der Geist bei mir bleiben. Wenn Sie sich jetzt an dieses wunderbare, zauberhafte Kindheitserlebnis erinnern, dass alles um Sie herum lebendig ist, dass Kräuter, Pflanzen, Bäume, Tiere mit Ihnen sprechen, dann haben Sie eine schamanische Gabe. Dies bedeutet, dass Sie dieses Video nicht zufällig ansehen. Sie haben es nicht zufällig im Internet gefunden. Dies bedeutet, dass die Geister sie rufen. Das heißt, dass der sibirische Schamanismus in ihr Leben eindringt. Und wir werden uns mit ihnen bei diesen wunderbaren schamanischen Seminaren treffen. Ich freue mich auf dieses Treffen. Ich erkenne sie auf den ersten Blick. Die Kraft der lebendigen Schamanentrommel ruft sie zu den Kraftorten. Trance-Praktiken, Flüge in andere Welten, Kontakte mit uralten Zivilisationen und die Bestimmung der eigenen Berufung. Alles das finden Sie im nächsten Seminar. Seien Sie mit der Kraft. Seien Sie im Kraftort.